Schon oft über 90. Nein, ja, ich bin bei 96 mal gestorben, zweimal 95 jetzt. Einmal 94, einmal 93, nee, einmal 91. Fünfmal inzwischen. Das kann nicht sein. Was war denn der erste Attempt über 90? Das war der 96er tatsächlich. Das war vor 9 Tagen. Das kann halt langsam wirklich nicht mehr sein. Und seit wann spielst du circa? Meinst du das Level oder das Spiel? Level. 2,5 Monate. Was ist eigentlich dein nächster Schritt? Was ist eigentlich so dein nächster Schritt nach Bloodbath? Level zu spielen, die ich schon lange spielen wollte, aber die jetzt hinter Bloodbath gereiht wurden, weil sie zu schwer sind, als dass ich sie vor Bloodbath packen kann. Aber die leichter sind als Bloodbath selbst. Ach so, nee, keins davon ist extrem. Ich habe gerade schon, also es gibt schon ein paar, die ich auch spielen will, aber die sind sowieso ganz weit hinten von der Priorität her. So, Napalm würde ich locker schaffen, sagst du, weil es viele Fun Easy Extremes gibt. Ja, es gibt's auch safe, aber also wirklich langsam reicht's auch mal hier. Was Bloodbath mit mir tut, ist unfassbar. Ja, 2 Monate ist rough. Ja. Was ist das? Schwöre bei Gott. Ja, Gott gibt's nicht, sonst hätte er mich das Level endlich schaffen lassen.
Schlimmster Tod ohne Konkurrenz. Ne, mein schlimmster ist der 96er. Das war ein noch dümmerer Fehler. 96er war der. Ist halt sogar nicht mal ein schweres Timing. Das ist sau das einfache Timing, zu dem ich gestorben bin. Es war es ist leichter wie wenn. Das ist leichter als der letzte Triple. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches Timing es ist, aber es ist ein sehr leichtes Timing. 96 ist Nerves, aber. Das stemmst du ein richtiger Schlag ins Gesicht. Oh, du hast Crack gepasst. Psych. Okay, das stimmt. Es ist nervig, aber es ist nicht so schlimm, finde ich, wie late zu sterben. Weil late hast du schon die ganze Zeit die Gedanken, habe ich es endlich geschafft? Ist diese ganze Arbeit durch? Ich bin jetzt ja wahrscheinlich auch schon seit mehr als 150 Stunden invested in diesem Level. Das ist so, wie wenn du einfach die Arbeit endlich abschließt von über 150 Stunden und über 2 Monaten. Viel Schweiß. Hier ist nochmal Blut, Schweiß und Tränen. Naja. Wirklich. Mir wird dann ganz heiß und kalt zugleich. Digga, mein Herz macht wirklich komplette Faxen. Besser in Levels, wenn du es schaffst. Ja, aber es ist halt Dogshit, wenn du es nicht schaffst. Und 5-mal erst noch nach 90% sterben musst, obwohl 90% bis 100 arguably der zweit- bis drittleichteste Part im Level ist. Das wird der beste Abend deines Lebens sein, wenn du es schaffst. Wenn dieser Abend jemals kommen sollte. Nach den derzeitigen Entwicklungen wird das nämlich nicht passieren. Ich werde nämlich immer weniger konsistent. Schaffst das locker, Muscle Memory ist kein Joke. Ja, was denkst du, wie... Ja, Muscle Memory fehlt mich trotzdem. Du schaffst es trotzdem easy, ja. Ich schaffe das jetzt in diesem Attempt. 225 ist die Quadratzahl von 15. Na, ja. Ich hab's ja gesagt, immer wenn es schöne Zahlen gibt, schaffe ich es nicht. Dann sterbe ich immer early.
schaffe Level nie, wenn ich was Cooles am Anfang sage, sobald ich den Zwang habe, diesen Attempt zu schaffen, endet der Attempt in Rekordzeit. Ja. Ach, ist der Druck in solchen Attempts. Ja. Wait, das ist schon 10:30? Fuck no. Ich glaube, es reicht für heute. Ich will halt eigentlich jetzt aufgehen, damit ich noch Zeit für anderes Zeug habe, aber ich will auch noch weiter zocken, weil ich muss es einfach schaffen. Ich muss es einfach. Es ist so ein. Das ist. Nee, nee, nee. Spiel bis 45.
schon sehr am Ende. Ja, mit Doppelbedeutung Ende. Yo, so bin ich noch nie gestorben. So bin ich noch nie bei Crack gestorben. Wirklich unfassbar, was ich jetzt. Nee. What? Okay, ich erfinde gerade neue Tode.
Ja, das war's. Na, cool, dass du dabei warst, Briggs, aber nee, ich kann.